Ruppi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch der Therizinosaurus von Reeker. Reeker, die Wiederkehr. Endlich habe ich ihn hier bei mir. Ich wollte ihn schon lang mal zeigen. Schöne, große Figur, kommt hier in der Tüte und ich werde ihn hier mal ganz schnell rausholen. Therizinosaurus, ganz groß, gerade bei Jurassic World 3. Und hier als Figur von diesem wunderbaren Hersteller. Ja, und schaut ihn euch an. Den muss man erstmal auf sich wirken lassen. Denn die Farben sind hier wirklich schon sehr ungewöhnlich, aber klasse. Es passt. Wir haben hier ein Mint oder ein Türkis. Ja, ich würde eher sagen Mint. Ein schwarzes Muster hier und auf dem Rücken geht es hier eher in ein, ja, Cremegelb, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und die Hände und die Beine unten wurden noch leicht mit Braun übermalt. Und das ist echt eine klasse, große Figur. Ich glaube, die Beschreibung zum Therizinosaurus lasse ich hier mal weg. Die habt ihr schon an anderer Stelle von mir gehört. Hat einen Anhänger mit dran. Da ist auch noch Infomaterial zu finden. Ja, und das werden wir uns heute mal in diesem Video anschauen. Selbstverständlich am Ende des Videos lasse ich den hier auch noch in 360 Grad drehen. Also, als erstes mache ich hier mal den Anhänger weg. So, hier Reeker, der Hersteller. Know the world better by having it. Das Ganze von Shenzhen Ankle Toys. Ein chinesischer Hersteller. Und wenn wir das hier aufklappen, ja, dann sehen wir auf dieser Seite die Bezeichnung Therizinosaurus, die Modellnummer R9177D. 20,5 x 12 x 29 cm, ein Maßstab von 1:59. Finde ich klasse, dass sie das hier noch mit dazu schreiben. Auf der Rückseite seht ihr dann auch noch eine Beschreibung zu diesem Dinosaurier. Haltet einfach das Video an, da könnt ihr es euch in aller Ruhe durchlesen. Ihr seht auch die reale Größe, das Gewicht, das Vorkommen und die Beschreibung. Hier noch, wusstest du? Eine Frage und eine Antwort. Also man lernt auch was dabei. Auf der Rückseite, ja, könnt ihr scannen und auf dieser Seite noch Infos zum Hersteller. Also das finde ich echt klasse. Rundum gelungene Geschichte. Und er sieht halt wirklich genauso aus wie im Katalog, den ich euch vor gar nicht allzu langer Zeit hier vorgestellt habe. So, ja, Reeker hat ein ganz weiches Material. Das ist wie so eine Gummihaut, ja. Ist also ganz weich. Ihr könnt es verbiegen, ihr könnt es bewegen. Hat natürlich jetzt keine Gelenke, aber ist ultra weich. Und das Tolle daran, das ganze Ding ist gefüllt mit so Baumwoll-Kunststofffasern. Und wenn ihr die Objekte mal lagert in einem Karton, in einer Kiste oder was, und die werden hier irgendwie zusammengequetscht oder so, das Ganze bleibt nicht gequetscht, sondern auch nach längerer Zeit entfaltet sich das wieder komplett. Also fantastisch. Sind relativ leichter, hohl. Wie schon gesagt, sie sind gefüllt, ist aus Gummi. Und wenn euch das runterfällt, braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Da geht nichts kaputt. Ja, auch die Farbe, der Farbauftrag ist der Knaller. Die Figuren riechen 0,0 nach irgendwie unangenehmen Gummi oder sonst irgendwie was. Haben eine tolle Größe. Absolut begreifbar, wie ich immer sage. Das ist echt eine tolle Geschichte. Hier und da, da aus Kunststoff, sieht man quasi so Montagestellen. Ne? Das sieht man hier zum Beispiel oder hier an den Armen. Das wurde alles dran montiert oder an den Knien. Ja, braucht man sich aber jetzt nicht unbedingt dran stören, wenn das Ding vor euch irgendwo in der Vitrine steht. Ja, ich weiß, dass auch sehr viele Sammler Reeker sammeln. Dann fällt es tatsächlich nicht auf. Ja, Stellung, Pose, auch die Bemalung, sehr ungewöhnlich, aber gefällt mir richtig, richtig gut. Die Proportionen sind klasse. Reeker spielt halt in einer ganz eigenen Klasse. Wenn euch das gefällt, könnt ihr hier überhaupt nichts falsch machen. Und er sieht halt auch wirklich spektakulär aus mit einem aufgerissenen Maul. Die Pose von den Armen, die Beinen etc. Super. So, ich würde sagen, wir schauen uns die Figur wie immer mal Stück für Stück aus der Nähe an. Ich beginne hier natürlich wie immer mit dem Kopf. Sie haben ihm hier rote Augen gemacht, wirklich stechend rot mit einer stechend kleinen schwarzen Pupille drin
und das wurde hier sauber gesetzt, sehr sauber getupft. Das Maul haben sie in einem dunklen Altrosa bemalt. Ihr seht, die Zunge steht hier auch ein bisschen rauf. Die Zähnchen kann man auch erkennen, haben sie aber nicht extra bemalt. Schnabelvorsatz hier vorne haben sie noch extra ein bisschen mit Schwarz deutlicher bemalt. Ansonsten die Struktur am Kopf, ihr seht, ist jetzt nicht unbedingt Schuppen, aber man kann sehr schön die Knochenstruktur drunter erahnen. Man sieht hier auch die Augenlider ober- und unterhalb des Auges. Man hat das Gefühl, das Auge verfolgt einen hier ein bisschen. Ja, die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer hat hier auch noch ein bisschen Struktur bekommen. Ihr könnt das Maul natürlich jetzt nicht extra öffnen oder schließen, aber da Gummi, ihr könnt es zusammendrücken. Ist also auch kein Problem. So sieht das Ganze hier von oben aus. Ist auch ein schöner Kopf, nicht zu dick, wie ich finde. Und direkt hinter dem Kopf, hinter dem Schädel, geht es dann auch schon mit der Struktur los. Ne? Sollen natürlich alles kleine, winzige Federchen sein. Ihr seht hier oben auch ein kleiner Kamm, der sich hier erhebt. Und das Ganze halt durch die Farbe unterstrichen, sehr sinnvoll gemacht. Die Farbe macht hier keine Details kaputt, sondern unterstützt es noch. Und das ist natürlich mehr als positiv hervorzuheben. Ja, auch das Muster, halt die zwei Farben durch diesen schwarzen Streifen hier noch zu trennen, ist sehr reizvoll. Ne? Wirkt ein bisschen grafisch, das Ganze. Ich sag ja immer dran denken, wir haben es hier mit dem Spielzeug zu tun. Dafür hat es aber Wahnsinnsdetail zu bieten. So, ich halte es noch mal ein bisschen näher vor die Kamera. Hier unten sehen wir auch eine Kehlwamme, die sich hier auch über den Hals zieht. Hier wird es natürlich ein bisschen flacher. Hier oben sieht man das etwas mehr abstehen. Man sieht hier schön die Falten. Und diese winzigen kleinen Federchen, sieht sogar ein bisschen aus wie eine Fellstruktur, die man hier erkennen kann. Die Federchen hier oben wurden natürlich noch ein bisschen deutlicher, kräftiger skulpturiert. Aber hier seht ihr so ganz kleine Reihen und die Farbe unterstützt es wunderbar, wie ich finde. Ne? In so einem rötlichen Braun, wie sie es hier bemalt haben. Und in der Mitte läuft halt ein dunkles Braun herunter. Bis hier auch zu dieser leichten Erhebung ebenfalls. So ein Federbüschel hier zu sehen, der auch wieder nach hinten etwas absinkt. Hier an den Schultern ebenfalls nochmal so Federchen, die sich erheben. Ne, hier sieht man die Montagestelle, aber wie schon gesagt, ist wirklich halb so wild. Und hier geht es halt richtig los mit den Details. Ne? Ihr seht es. In so kleinen abgestuften Unterteilungen auch die Falten um den Arm herum. Man kann hier die Muskeln erahnen. Hier stehen wieder ein paar Federchen ab nach hinten, nach unten. Hier auch wunderbar die Struktur zu erkennen. Und hier geht es in die Hände über. Hier haben sie nochmal mit Braun drüber gemalt. Hier kommt die Struktur noch ein bisschen deutlicher raus. Und die Krallen nicht so lang gemacht. Vielen sind ja die Krallen etwas zu lang. Hier nicht übertrieben lang. Und die haben sie in einem glänzenden Schwarz bemalt. Sowohl von vorne als auch von hinten. Sind übrigens wirklich sauber bemalt. Keine unangenehmen Schmierer zu sehen oder sowas. Das kann man wirklich anschauen, oder? Wie schon gesagt, alles ganz weich. Ihr könnt es verbiegen. Ein bisschen drücken und machen, da kann nichts abbrechen und gar nichts. Ne? Hier auch schön an diesem Arm die langen Federn zu sehen am Rand. Die Muskelpartie schön gemacht, die Falten hier oben. Und hier diese vielen, vielen Reihen von Federchen. Hier, wie schon gesagt, die Hals, die Kehlwamme noch ein bisschen herausgearbeitet. Ihr seht auch die Brust schön muskulös. Hier haben wir wieder eher so eine lederne Hautstruktur. Zieht sich hier dann auch über den Bauch. Auch hier überall Adern, Sehnen, Hautüberlappungen zu sehen, was mir sehr gut gefällt. Hier übrigens auch der Stempel. Therizinosaurus, ein Modell von 2020. Und ihr seht auch seitlich schön diese Hautfalten mit dieser ja, Federstruktur. Ganz zart gearbeitet, schöne Details. Ja, dann auch der Schenkel. Die Muskulatur deutlich zu sehen. Geht über in die Knie. Die Beine, hier unten wird es dann wieder eher rötlich-braun und die Krallen haben sie ja auch noch in Schwarz bemalt. Auch die Innenklaue haben sie hier nicht vergessen. Ne? Man kann es auch von innen anschauen. Auch hier die Details nicht vernachlässigt. Gefällt mir sehr gut. Das Schambein ragt hier auch noch nach unten, ebenfalls mit diesem Braun noch ein bisschen bemalt. Ja, hier oben nochmal seitlich diese erhabenen Federn zu sehen. Ne? Wir haben es schön bemalt, haben sie wirklich gut gemacht und ich sage, die Farbe unterstützt hier wirklich die Reihe an winzigen Federchen, die hier auch etwas geordnet wirken und nicht einfach so wild hinskulpturiert. Man sieht so die einzelnen Bahnen, die Reihen, das gefällt mir wirklich sehr gut. Finde es auch toll, dass sich das alles hier über die Wirbelsäule etwas erhöht. Ja, hier unten am Übergang stehen wieder ein paar Federchen höher und so läuft es dann nach hinten aus. Hinten nochmal
erhöht die Federchen zu sehen. Ich sage ja, ganz weich, ihr könnt es biegen. Auch das schwarze Muster zieht sich bis zur Schwanzspitze durch und runter haben sie ein paar Punkte gemacht. Auch hier die Details wirklich wunderbar zu erkennen. Ja, auch schön, wie sich hier die Haut ein bisschen spannt. Cool gemacht. Echt ein wirklich sehr origineller Therizinosaurus. Ich sage ja, wenn es vor euch steht, das Ding hat schon seine Wirkung. Der Schwanz läuft ja auch ein bisschen schräg aus. Ihr seht das Muster, die Farben, dieses Cremegelb mit diesem Rostbraun, Dunkelbraun und dann durch diesen schwarzen Streifen getrennt zu dieser Mintfarbe, ist schon wirklich sehr originell. Schön aufrecht stehen die Skulptur und hat auch eine ordentliche Größe. Wir haben es ja eben schon gelesen auf dem Zettel. Wenn ich meinen Meterstab daneben halte, dann seht ihr es. Ja, wir haben hier knapp 23 cm und wenn ich das Ganze hier dann quer messe, einfach so, dann kommen wir hier gut auf 29 cm, ne? So kommen wir hier auf die Höhe. Was die Länge angeht, würde ich sagen, kommen wir hier gut auf 18, 19 cm locker. Also ein cooles Teil, was mir in dieser Machart hier sehr gut gefällt. Wie schon gesagt, ihr könnt es verbiegen, kann nichts passieren. Ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes Material. Ja, er kann auch so ein bisschen hier schräg gucken. Ja, es geht immer wieder in die Ausgangsposition zurück. Aber sieht schon cool aus, wenn man so ein bisschen spielen kann mit den Figuren. Und es richtet sich halt ganz klar an Kinder oder jüngere Dino-Forscher. Aber ich kann euch sagen, auch Sammler kriegen hier wirklich reizvolle Geschichten. Recur hat wahnsinnig viele Dinosaurier im Programm, auch Wildtiere. Ich werde euch da noch einiges davon zeigen. Denn es ist wirklich eine absolut lohnenswerte Serie, für jeden was dabei. Ja, und ich lasse den hier jetzt einfach noch ein bisschen in 360 Grad drehen. Schaut es euch an, denn dieser Therizinosaurus ist schon wirklich echt prächtig geworden. Schöne Größe, tolles Material mit wirklich wunderbaren Details. Wenn man hier über die Verarbeitungsstellen drüber sehen kann, die mich in dieser Klasse, in dieser Machart 0,0 stören. Proportionen, die Details, die sind hier wirklich gegeben. Ich werde auch noch ein paar andere Dinosaurier zeigen, Wildtiere. Und das sind echt tolle Geschichten mit dabei. Gut, damit würde ich sagen, bin ich hier durch. Der wunderbare Therizinosaurus von Recur. Mit der Nummer R9177D, ein Modell von 2020. Freut euch auf die kommenden Videos. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay!